So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich finde den Zwerg, der zwischen einer Rennstrecke, einem Kohlfeld und einem Bauernhofschild versteckt ist. Das Ganze probiere ich jetzt einfach mal, Mama Solo oder Gruppenkeile? Wir probieren einfach mal Gruppenkeile. Nicht auffüllen, klar, wir wollen unsere Ruhe haben. Warum Gruppenkeile? Wenn die Route einigermaßen stimmt, müssten wir da eigentlich unsere Ruhe haben. Aber generell, ich denke mal, jeder fliegt da einfach nur hin, holt den Zwerg und geht wieder weiter. Außer einer ist natürlich richtig nervig und steht da konstant und wartet auf uns. Aber das werden wir dann sehen. So, kurze Info an alle Neuen, die jetzt dabei sind. Wir haben eine Skin-Verlosung laufen wegen dem legendären Skin, also ein 2000 V-Bucks-Skin. Wenn du da gerne teilnehmen willst, einfach mal in die Videobeschreibung reingehen, da das Video angucken oder oben rechts die Infokarte oder eben ganz am Ende vom Video. Da werde ich das Ganze auch nochmal zeigen bzw. videotechnisch verlinken. So, wo müssen wir hin? Genau, wir müssen da oben hin. Also genau dahin. Die Route ist eigentlich, ja, sagen wir mal gut oder nicht so gut, weil der Gegner natürlich da auch hinkommen kann. Also der Gegner ist sogar vor uns da, aber ist auch eigentlich wiederum gut, weil dann ist der Gegner vielleicht schon weg. Aber wir werden jetzt einfach mal gucken. Der Zwerg ist angeblich nicht so leicht zu finden, weil der irgendwo hier in diesem Gestrüpp ist. Irgendwo da soll der sein. Aber wir gucken jetzt einfach mal selber. Ich denke mal, wenn ich euch schon damit helfen konnte, gerne ein Like da lassen, Abo nicht vergessen. Wie gesagt, vielleicht sieht man sich im Livestream und wir können eventuell sogar eine Runde zusammen zocken oder so. Einfach mal abwarten, was die Zeit so bringt. Auch wir werden schon rausgeschmissen. Also wie gesagt, wir machen alles Mögliche. Wir machen halt, wenn du meinen Kanal ein bisschen anguckst, halt Dash One, Custom Games, Gruppenkeile, etc. pp. Duos, Teammodus und was alles noch so in Fortnite möglich ist. So, jetzt gucken wir einfach mal. Er soll irgendwo hier sein. Ja, er landet natürlich auch da. Das war natürlich an der Stelle komplett. Ach, er hat ihn schon gefunden. Ach, da sagen die, der ist schwer zu finden. Der ist auch nicht schwer zu finden. Hier ist doch nichts. Zack. Ganz entspannt. Da steht er einsam und verlassen. So, hat ja doch nicht so lange gedauert. Also würde ich sagen, das werdet ihr definitiv auch hinkriegen. Zu 100%. Und wie gesagt, gerne ein Like da lassen, Abo da lassen. Ihr kennt das Spiel. Und wenn ihr komplett neu seid, gerne auch in die Kommentare schreiben. Und dann verabschiede ich euch Neuen schon mal auf jeden Fall. Die alten Hasen unter euch wissen ja, Support ist kein Mord. Also wer jetzt noch da ist, ist halt wirklich ein wahrer Supporter. Und das weiß ich natürlich auch zu schätzen. Was machen wir jetzt noch? Genau, wir gehen natürlich wieder auf Sniper-Suche. Wird natürlich nicht einfach werden, da wir hier mitten in der Walachei landen mussten. Aber Gegner sind natürlich auch bei uns. Wir haben es ja schon gesehen. Zwei Stück definitiv. Aber ich denke mal, die ein oder andere Sniper werden wir da safe irgendwie finden. So. Ich schätze mal, der war nur hier wegen dem Apfel noch sammeln. Ja, Kiste hat er sich schon mal nicht gegönnt, das ist gut. Ja, Lecks sind natürlich da. Man darf natürlich nicht fehlen. Also Lecks gehören inzwischen zum Tagesgeschäft. So, da war definitiv schon einer drin, aber Sniper holt eigentlich nicht jeder direkt mit. Da hinten liegt noch eine Pump. Lol, wurde hier eine ge. Oh Gott. Oder er hat sich ausgelockt. Ja, inzwischen lerne ich doch ein bisschen dazu. Man sollte nicht zu lange auf dem Sturmgewehr sein, sondern MP auspacken. Weil logischerweise sie schießt ein bisschen schneller. Da hinten sehe ich auch schon meine Sniper. Dann haben wir eigentlich alles an Loot dabei, was ich mit haben muss. So, zack. Und dann können wir eigentlich schon. Warte, da hinten ist noch eine Kiste. Können wir eigentlich schon ganz entspannt Richtung Zone gehen. Und da unsere ein oder anderen Kills waren. Ich habe immer Angst, dann hier so weggeholt zu werden. Gerade in Gruppenkeile. In Gruppenkeile sind die Gegner noch ekliger als im normalen Modus. Hab ich so. Oh, dieser Lex. Ich mach doch nichts. Hier ist kein Gegner, nichts. Aber es leckt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir leckt es ohne Ende. Besonders schlimm ist halt wirklich Gruppenkeile, wenn Gegner da sind. Ich dachte ja immer, das wäre wegen Stream und Verbindung zu euch.
wenn ihr gerade mitgeht, aber das hier ist ja, ne. Und ihr seht es ja wirklich, also teilweise ist ja wirklich Standbild. Ach, da freut sich mein kleiner Fuchs. Na komm. Ja, dafür habe ich alles keinen Platz. Ich muss mit allem ein bisschen Schaden machen. Vor allem sollte ich mal in die Zone rennen. So, bauen wir uns mal so hoch, wie wir dürfen. Also wie gesagt, so hole ich halt meine ganzen Medaillen. Einfach Gruppenkeile und dann halt einfach jede Waffe durchspammen. Und so kriegt man eigentlich jede Medaille ziemlich simpel hin. Sind natürlich, ihr dürft nicht vergessen, jede Anzahl an Medaille, sei es 150 Medaillen, muss euch klar sein, das sind auch am Ende dann 150 Runden, die ihr spielen müsst. Weil ihr könnt ja in einer Runde nur eine Medaille sammeln. Von jedem. Deshalb das in einer normalen Runde alles zu machen, oh je. Ich glaube, da spielt man gefühlt 8000 Jahre. Mal ganz übertrieben. Guck mal, schon wieder Lex. Da unten ist ein Gegner, deshalb leckt es. Sieht er mich? Hört er mich? Riecht er mich? Natürlich rennt er zu mir. Boah, nerv, die Geschichte habe ich jetzt gar keinen Nerv. Ich habe aber alle Waffen ausgepackt. Jede Waffe einmal geschossen. Man kennt ihn. Das war schon mal wieder komplett an der Stelle. Aber die Zone wird mich, denke ich mal, eh safe holen. Probieren wir noch den Lucky Shot. Ah, ich dachte, ich mache die Kurve. Aber mein Sohn hat eigentlich recht. Die Map, die Minimap oben rechts holt mir doch eine Menge Sichtfeld weg. Jetzt wo ich da mal drauf achte, weil er spielt mit so einem kleinen Hub. Also wo, wie groß die Minikarte ist und etc. pp. Da denke ich mir, Junge, du siehst doch gar nichts. Aber im Endeffekt hat er recht. Die Map ist doch groß genug. Gerade wenn man am Bildschirm spielt. So, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Das Problem, ich habe auch nur 5 Schuss. Also ein bisschen Munition wäre eigentlich nicht schlecht. Hat er irgendwo hier hochgebaut? Ich schwören können, der hat sich hier irgendwo hochgebaut. Unten. Ja, Medikit, ja. Aber ein Gegner wäre mir eigentlich lieber. Zwar einer, der nicht gerade auf mich schießt. Aber abwarten, wir finden eh noch einen. Einen finden wir sowieso. Problem ist, die 2 Schüsse, die ich jetzt bringe, die müssen eigentlich sitzen. Natürlich schieße ich über ihn. Gut, der sitzt, davon noch einer und ich bin glücklich. Gott, dieser Lex! Habt ihr nicht gesehen? Das war auch nicht auf die Lex zurückzuschieben, das war einfach lost. Ich habe nur 2 Schuss. Oh, springt der weg? Der irgendwo auf dem Baum chillt.
Irgendeiner, der dieselbe Idee hat wie ich. Das Problem ist, ich habe nur noch zwei Schuss. Das ist mein Problem. Da oben chillt auch keiner. Jetzt ist nur noch ein Schuss. Oh, er baut sich ein, als wäre mir hier was weiß ich wo. Oh Mann, muss der da hinten auf mich zielen? Das war es natürlich wieder komplett. Aber wir gucken einfach weiter mit der nächsten Aufgabe, da kriegen wir schon noch genug Medaillen. Erstmal danke fürs Zuschauen und in dem Sinne, haut rein.